Ja, lieber Aufrufer, ich komme hier überhaupt gar nicht richtig ins Schwitzen bei der ganzen Arbeit. Es ist 1. März und ich wollte noch ganz kurz sagen, eine weitere wichtige Sache, die für uns alle unwahrscheinlich wichtig ist, das ist die Tatsache, dass die Zwangsstreichungen, die in Amerika gesetzt sind, nun greifen. Bis September werden 85 Milliarden Dollar gekürzt bei sämtlichen staatlichen Ausgaben, bei sämtlichen Ressorts, gleichermaßen sozusagen mit der Sense, mit dem Rasierapparat wird alles gekürzt, weil sich der amerikanische Senat, also hauptsächlich demokratische Senatoren und republikanische Senatoren, nicht einigen konnten auf die Abstimmungsentscheidung dafür, dass ganz bestimmte Schuldenbegrenzungen mit einer gesetzlich bestimmten Begrenzung nun durch ein neues Gesetz verändert werden. Die Republikaner haben es verhindert und jetzt sind also diese, wenn man so will, Defizite, Streichungen im amerikanischen Wirtschaftsleben, nämlich, und das heißt in erster Linie, dass alle Staatsbediensteten, also zum Beispiel das US-Militär, beispielsweise das, also alle Beamten beim Staat und so weiter, Lehrer, alle diese Leute, die staatlich bezahlt werden, nun in Zukunft, früher oder später, ihr Geld nicht bekommen können oder einen Teil davon nicht, Kürzungen hinnehmen müssen, so sieht das aus. Und das ist die wunderbare Grillini-Situation hier bei uns und die Entscheidung der FED-Bank, einfach Staatsanleihen zu kaufen durch Luftgeld, gedrucktes Luftgeld. Das ist etwas, was jetzt in Japan ja auch gemacht wird und da gibt es für mich nach wie vor, trotzdem die meisten EU-Partner, auch in Holland, wo jetzt dem François Hollande schon die Krawatten angeblich schlecht stehen sollen und der Mali-Krieg auch nicht mehr bonusmäßig zu Buche schlägt, in Frankreich die Stimmung schlecht ist, in Italien natürlich, ohne es jetzt noch auszubreiten, diese ganze Situation dort, die Finanzpolitiker fordern, Geld drucken, Geld drucken, Geld drucken. Ich weiterhin auf dem Standpunkt stehe, wie unsere deutsche Bundesregierung und auch der deutsche Bundesbankpräsident Weidmann, wir müssen sparen, so dass wir nicht mehr Schulden, 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 Kreditzinsen ausgepokert werden können, dann können die anderen Inflation machen, so viel sie wollen. Und das geht aber nur über unsere Leistung und über unsere Sparsamkeit auszugeben, nur was wir haben. Das ist bei der Verschuldung, die wir derzeit haben, Staatsanleihen, die abgelöst werden müssen, die Weltkreditzinsen und so weiter, ist das eine ganz harte Nummer. Und schließlich ist die Europäische Union nicht Deutschland, sondern das sind viele, das wird mehrheitlich bestimmt. Also das ist jetzt eine heiße Zeit hier in der Märzeskälte und deshalb wollte ich sagen, der US-Zwangsbeschneidungsgesetzesrahmen greift jetzt, es läuft bereits und die müssen sich irgendwas ausdenken und der Präsident Obama hat gesagt, er wolle heute nochmal sozusagen Koalitionsverhandlungen anfangen mit allen Beteiligten, ob es nicht doch noch zu Lösungen und Kompromissen kommt. Na gut, das Ganze wird ja auch deshalb gemacht, damit er dann sagen kann, ja, ich habe alles versucht. Alibi-Funktion, Legitimationsbeschaffung aus Verfahren, die aber nicht zum Ziel führen. So sieht das aus. Danke für den Aufruf hier. Lichtgeschwindigkeit am 1. März.